Hallihallo, liebe Leute, willkommen zurück auf der Gemeinderade. Wenn alles geklappt hat, ist heute Sonntag. Ich grüße euch. Jo, wie man es sehen kann, unser Glas, unser Kalker ist mit dem Kalker fertig geworden. Sieht auch echt gut aus. Kaum oder gar keine oder wenige Stellen, die nicht gekalkt wurden. So soll es sein. So, und dann fahren wir den wieder zurück. Das Ding stelle ich jetzt direkt in das Kalksilo, weil für sonst anderes. Sonst nichts brauchen. Ja, natürlich, wenn man hier sehen kann, der Johnny mit dem Flügen oder mit dem Untergrundlockerer ist auch fertig. Und unser MF mit dem Einsehen von der Sonnenblume war dann auch fertig. Der ist mittlerweile jetzt, den habe ich jetzt gerade generiert, der darf jetzt auf dem Feld 43 Sojabohnen einsehen. Und dann lassen wir den mal ganz in Ruhe, fahren jetzt das zurück zum Hof. Und dann werde ich mir an den Glas hier unseren Düngerstreuer hänge und den schon mal voll mache. Dann holen wir unseren John Deere ab, hängen den Untergrundloggerer ab, stellen den irgendwo in die Halle und bauen da mal das Mähwerk an, dass wir vielleicht unser eigenes Grasfeld neben der Werkstatt mal runtermähen. Genau, so ist der Plan. Natürlich müsste man also die Presse habe ich doch eigentlich, oder? Habe ich eine Ballenpresse? Ich habe doch eine Ballenpresse. Genau. Logisch, habe ich ja Strohballe gepresst. Nee, weil das Gras würde ich auch gern pressen. Weil lose irgendwo hinschütten, das kann ich nicht. Oder beziehungsweise, da habe ich nicht das passende Silo. Wenn ich da vorne ins Silo reinkippe, ist es natürlich sofort Silage irgendwann. So, was habe ich jetzt hier dann? Der Kalkstreuer, genau. Den sollte ich zum Kalksilo bringen. Das ist da hinten. Deckel auf machen wir jetzt erstmal nicht, weil wenn es regnet, regnet es auf der Kalk und dann wird es babbig und klumpig und eklig. Muss nicht, gell? Danke. So, wo war jetzt das Rohr? Das Überladerohr? Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ich bin schon dran vorbei. Wo bin ich jetzt hingefahren, wo ich festhänge, liebe Leute? Ach, da ein Holzstapel, echt jetzt. Muss ich veräppeln. Gibt's ja gar nicht. So, hier bleibt der mal stehen auf jeden Fall. So. Mit dem wollte ich was machen? Ach ja, genau. Den Düngerstreuer mal anhänge. Der wo, wie, was hier steht. Der ist ganz normal Standard. Der war auch schon bei dem Starten der Map mit dabei. Reicht aber, wenn er mich fragt, auf jeden Fall komplett aus. Natürlich hoffe ich, dass das der ist mit der besseren Füllmenge. Weil die Felder hier nicht unbedingt klein sind, ne? Wissen wir ja. So, du musst zum Fertilitzer. Haben wir Deckel auf. Na, das Skript, wo das da immer anzeigt, dass die Befüllung starten kann, finde ich persönlich echt gut. Also es gehen nicht viel rein, es gehen 3600 Liter ungefähr, schätze ich mal, rein. Sollte aber für unsere 3200 sollte aber für unsere Felder ausreichen, erstmal. Man kann ja immer noch nachjustieren, ne? So, und weil ich ja gesagt habe, ich würde gerne die Halter vorne geradeaus für die Maschine nutzen, dann fahren wir die noch gleich da rein. Hat zu Fuß größer ausgesehen, muss ich ehrlich zugeben. Aber ist immer noch groß genug, mein lieber Mann. Ja, fast. Also, oh, ich bin noch im Schnelllaufmodus. Also, da passt noch einiges drin. So ist es nicht. Ne? Gut, ich wollte einen Johnny holen. Genau. Ach so.
Ne? Wir haben ja IC Control. So, dann holen wir mit dem jetzt, oder beziehungsweise bestücken wir den mit dem Nähgedönse. Drüben auf der linken Seite ist ein Pferdehof. Wie gesagt, das sind alles so Sachen, muss man erstmal planen. Also zuallererst an. Und der ist auch schön gemacht, ehrlich gesagt. Nummer 1 ist jede Menge Zeugs anpflanzen. Am besten Sachen, die einen guten Ertrag bringen und gut Geld bringen, dass wir erstens von der Schulter runterkommen und zweitens dann so viel Geld haben und vor allen Dingen auch so viel Stroh, Gras und Heuballen haben, irgendwie wie sowas, ne? Dass man auch da später ohne schlechtes Gewissen mal so 150, 200 Kühe auf einen Schlag kaufen kann und die dann auch zu verpflegen weiß. Ne? Weil nicht so wie jetzt bei auf der Holzermap zum Beispiel, da bin ich krampfhaft dran, jedes Mal Stroh und alles Mögliche zu haben, dass wir die Kühe verpflegen können, das will ich hier nicht haben. Ich will das hier tatsächlich von Anfang an erstmal alles toll vorbereiten und dann kann kommen, was will. Ja. So, kann ich hier reinfahren mit dem hohen Gerät? Aber anscheinend ganz knapp, ne? Ich muss gerade mal kurz die Außenansicht benutzen, dankeschön. Na, das reicht aber. Das reicht, schau mal, es wäre knapper. So, da ist ein Loch im Boden. Ich dachte schon, wenn das so gewackelt hat. Ich habe gar nicht festgehangen irgendwo. Ich habe einfach, bin einfach durchs Loch gefahren. Ach, nicht schlecht. So, dann machen wir gerade noch geschwind die Wiese platt. Das können wir zusammen machen. Brauche ich kein CP und sonst nichts. Weil die Wiese so groß ist, die jetzt auch nicht. Und beim Nähen muss man sowieso nicht groß aufpassen. Da mal gucken, ich habe nämlich keine Ahnung, wie viele wie viele Grasfelder es denn hier auf der Karte gibt oder ob wir eins aufbauen müssen, also eins ansehen müssen. Das weiß ich nicht, gar nicht, das weiß ich echt nicht, aber zuerst haben wir hier unser Blatt, ne, unser. Aufklappen natürlich. Wusste ich dann, wusste ich dann. Und ab geht die Luzi. Aber halb sieben abends auf der Karte, das merkt man schon, die Schatten sind länger. Das heißt, ich sehe hier am Rand kaum, wo irgendwo noch Gras steht und wo ich noch nicht war und wo ich schon war. Hier irgendwo die Sonne hinscheint, ist schön, das sieht man besser. Ja, gibt's Schlimmeres. Ist nicht so viel. Ne? Das erste Mal der Grundbedarf. Was ich auch mal gucken möchte, ich weiß nicht, ob es hier gibt, die Fruchtsorte, beziehungsweise das Vermehrungsgras. Der Smoke Jaguar, vielen Dank dafür, hat mir geschrieben, dass wir also eigentlich das wächst halt ständig nach. Ja. Und man könnte es tatsächlich, wie es im 17.8. es gab, im Drescher abnehmen, die Grassamen verkaufen und natürlich dann die Spart als Grasballen oder als Gras benutzen. Das wäre dann schlecht. Das wäre nicht schlecht. Na, siehst du, die Sonne hinscheint, macht mehr Spaß. Da kann man wenigstens was sehen. Wieso geht das jetzt nicht mit dem Steuerungsding da? Da war da mal was, ne?
egal, machen wir es so. Und jetzt sinken auf, ne? Okay. Keine Ahnung warum, ist mir wurscht, machen wir es so. Das ist gerade unnötig, ist mir jetzt zu viel. Weil es mit der Steuerung V nicht funktioniert hat die ganze Zeit. Ich habe gerade letztens überlegt, ne, als ich noch nicht aufgenommen habe, habe ich ja dann logischerweise fast täglich den Werner, den McManus, den Randy und ja, den Gadahol teilweise auch und vor allem Dusty verfolgt, gell, und habe da ja, dann immer meine Kommentare oder dazu geschrieben, was man halt wie es funktioniert, wie man es anders machen könnte, oder wenn sie gefragt haben, ich weiß jetzt gar nicht, wie das geht, habe ich dann, wenn ich es wusste, weil ich es ja auch dann stundenlang gezockt habe, ja, wenn man es aufnimmt, kann man es auch 2-3 Stunden am Stück spielen, ist kein Problem. Ja, und mittlerweile ist es so bei mir, dass ich zum Schauen, was ist denn das gewesen eben, was rumgefummelt eben, ne? Dass ich zum Schauen und zum Anschauen anderer Projekte ja so gut wie gar keine Zeit mehr habe. Und dann kriege ich natürlich dann die Tipps von wegen, ey, du kannst das doch so machen, ey, das dieses Vermehrungsgras funktioniert so und so und fahr doch mal da entlang, da steht sowas. Ne? Ich finde das ja toll, weil selbst finden ist so eine Sache. Ne? Es ist wahrscheinlich wieder mal auf jeden Fall zu viel, was ich hier mache. Ich behaupte mal ganz frech, wenn ich jetzt nur diese oder maximal 2 Projekte hätte, dann würde ich auch nebenbei andere Sachen öfter anschauen und auch gucken können und auch spielen können. Und dann wüsste ich natürlich auch mehr, ja. Vor allen Dingen, ihr kriegt es ja immer mit, ich kann ja vorher nichts ausprobieren. Das war ja hier die erste Gemeinderadio-Folge, war ja tatsächlich auch tatsächlich meine erste. Ja, und jetzt seid ihr immer live dabei, wenn ich sowas anfange. Dann wusste ich auch nicht, was mit CP jetzt los ist. Musste ich auch wieder googeln. Ja, und bis ich mal da drauf gekommen bin, dass da, beziehungsweise da wäre ich nie, boah, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, dass man dann in der Buchstall 1 XML noch was dazu schreiben muss, dass es funktioniert. So, genau, hier muss ich hin. Ich wollte fast rausfahren aus dem Hof. Aber da fange ich jetzt nicht mit an, das machen wir später. Ich will nämlich mal gucken, ich hatte doch eine Ballenpresse gehabt, wo habe ich nicht hingedrückt? Hier ist das so, hier ist Frontlader mit Drescher und Anhänger. Oder war die nur geliehen? Das kannst du auch haben, ne? Das kann auch sein. Ich glaube, die hatte ich nur gemietet. Ehrlich? Hm. Tja. Da, oh boing. Dann war die wohl nur gemietet. Das haben wir gleich.
Das können wir ja ruckzuck feststellen. Ja, also ich sehe drei Traktoren, einen Drescher, einen Hopper und an Pressen mal gar nichts. Gar nichts. Ne? Also, das heißt, wenn wir da geschwartet haben, unser Gras dahin, dann müssen wir uns wieder in der Presse mieten, weil kaufen ist nicht drin. Dann müssen wir erst Sachen verkaufen. Wir gucken gerade nochmal schnell, was die anderen so machen. Von außen bitte. Also ich bin... Ah ja, genau. Ich bin überzeugt von der Meinung, ich habe das jetzt rund eingestellt und habe die Arbeitsbreite auf 8,5 Meter reduziert. Es bleibt so gut wie nichts bei den Kurven an den Rändern stehen. Ganz außen, logisch, da kommt er nicht hin. Man sieht es dahinter, das Dreieck ist nicht bearbeitet worden. Aber so, das Feld an sich macht er ganz gut. Ne? Oh, der steht hier, genau. Sonst habe ich nichts zu tun. Dann, genau. Müssen wir gucken, das nächste Mal wird der hoffentlich fertig. Beziehungsweise den könnte ich eigentlich offline fertig laufen lassen. Jetzt haben wir 6:30 im Spiel. Ich gucke dann danach nochmal, was da gedüngt werden müsste. Und dann würde ich die Nacht überspringen tatsächlich. Dass wir vielleicht dann beim nächsten oder übernächsten Mal ja, ein bisschen Pflanzenschutz machen. Unser Grasballen noch pressen. Und ja, genau. Dass wir auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche an die Ernte gehen, ein bisschen Kohle machen und so langsam aber sicher uns in Richtung Schuldenbremse, ne, Schuldenabbau und vielleicht noch ein Feld dazu kaufen können. Mal gucken. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid, gell, Däumchen oder Abo, würde mich beiden sehr, sehr freuen. Und dann, jo, viel Spaß weiterhin auf der Hofbergbahn heute. Und der Rest ist sendeplanmäßig, ne? Gemeinde Rade, ihr kriegt es ja mit beim Abonnieren, die Glocke aktivieren und dann kriegt ihr mit, wenn der Baba wieder was Neues hochgejagt hat. Also vielen Dank, macht's gut, schönen Sonntag. Tschüssi.